Moin und herzlich willkommen bei GIBA Caravan Technik in Sprenge bei Hannover. Heute wollen wir mal ein ganz aktuelles Thema aufgreifen. Und zwar steht die wichtigste Messe, der Caravansalon in Düsseldorf, kurz bevor. Und sicherlich werden viele von euch mit dem Gedanken spielen, sich dort ein Wohnmobil zu kaufen oder mal anzuschauen oder vielleicht sogar zu konfigurieren und zu bestellen. Das wollen wir heute einmal aufgreifen. Und zwar haben wir in letzter Zeit, eben weil die Messe bevorsteht, unzählige Anfragen, die sagen, wo die Kunden uns kontaktieren und sagen, Mensch, ich bin dabei, mir ein neues Fahrzeug zu konfigurieren, das soll später elektrisch auf jeden Fall ordentlich autark werden, ich will damit später zu euch kommen, gebt mir noch mal ein paar Tipps, was ich bei der Konfiguration beachten muss, wie ich das Fahrzeug am besten konfiguriere, sodass ich nachher das Maximale rausholen kann. Das wollen wir heute einmal aufgreifen. An der Stelle sei gesagt, es dreht sich in diesem Video wirklich nur um das Thema elektrische Autarkie. Ihr kriegt von mir jetzt keine Hinweise, zu welchem Grundriss sollt ihr nehmen, Chassisauswahl und so weiter. Also elektrische Autarkie, was ist zu beachten? Also erstmal ist es ja so, dass Fahrzeug ist immer modular oder die Konfiguration ist modular aufgebaut. Ihr könnt verschiedene Pakete auswählen, verschiedene Sachen anwählen, reinnehmen, wie auch immer. Und da gibt es dann eben auch ab Werk oder von den Herstellern oftmals die sogenannten Autark-Pakete. Das sieht je nach Hersteller etwas anders aus. Meistens ist es so, dass die Hersteller ab Werk, wenn sie Autark-Pakete verkaufen, das sind dann ja, meistens so, ich sag mal, auf dem Dach zwei Platten. Zwei Platten kommen aufs Dach und im Batteriefach kommt entweder eine Batterie dazu, dass wir zweimal AGM haben und genau, vielleicht gibt es von dem einen oder anderen Hersteller auch in einer höheren Preisklasse nochmal einen Wechselrichter und genau, der ein oder andere bietet auch Lithium an. Das sind alles so die Autark-Pakete, die ab Werk angeboten werden. Jetzt ist es so, ihr kennt es vielleicht aus unseren Videos, dass wir genau diese Pakete regelmäßig zurückbauen, rausschmeißen, neue Pakete installieren. Ziemlich ärgerliche Geschichte, doppelter Invest für den Kunden, alles muss einmal rausfliegen und dann kommt es neu rein. Warum ist das so? Weil diese Pakete, die ab Werk installiert werden, in den meisten Fällen keine Möglichkeit haben, erweitert zu werden. Das fängt an im Batteriefach, da haben wir dann ja, entweder AGM-Batterien, da können wir sowieso nicht, da ist sowieso begrenzt die Kapazität in dem Bauraum. Oder aber da sind ab Werk Lithium-Batterien drin, von welchem Hersteller auch immer. Da nimmt jeder Hersteller andere. Lithium-Batterien können nur erweitert werden mit dem exakt gleichen Typ und ungefähr gleiches Alterungsdatum, auch ganz wichtige Geschichte. Und wir brauchen natürlich auch noch Platz im Batteriefach. Ne? Oftmals sieht man das, dass dann eben Batterien mittig irgendwo ins Batteriefach gestellt werden und kein weiterer Platz mehr für eine zusätzliche Batterie ist. Oder gar die Batterien eben sowieso recht viel Bauraum brauchen, nicht vom neuesten ja, Typ oder Standard sind, wie beispielsweise unsere Bultron-Batterien mit prismatischen Zellen, die super, super kompakt sind, wo wir in kleinen Batteriefächern richtig große Leistung unterbringen können. Genau, weiter geht's beim Thema Wechselrichter zum Beispiel. Ne? Wenn wir einen Wechselrichter ab Werk nehmen, beispielsweise Carthago, da vorne steht gerade einer, ab Werk Dometic-Wechselrichter, gibt es nichts gegen zu sagen. Funktioniert grundsätzlich. 1800 Watt Dometic-Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung ist da in der Regel drin. Schmeißen wir regelmäßig raus, eben weil wir den nicht, zum Beispiel nicht mit unserem Touch-Display, mit unserem GX-Touch von Victron kombinieren können. Deswegen muss der rausfliegen, kommt ein Multiplus-Wechselrichter rein, der auch noch viele weitere coole Funktionen hat, wie integriertes, leistungsstarkes Ladegerät, Landstrombegrenzung und so weiter. Das sind also sowas Batterie-Wechselrichter. Ne? Empfehlen wir wirklich, wenn ihr später autark mit eurem Fahrzeug sein wollt und dann empfehlen wir auf jeden Fall, lasst es ab Werk raus. Ganz interessantes Thema ist auch das Dach und das zeige ich euch am besten mal anhand dieses Soma-Camp-Fahrzeugs. Der hat nämlich genau das gemacht. Da ist ab Werk eine SAT-Anlage drauf und eine Solaranlage. Die schauen wir uns einmal an. So, da haben wir, schaut mal, da vorne ist eine SAT-Anlage und hier vorne haben wir eine Solaranlage. Das ist dann so, wenn ab Werk oder in der Konfiguration, dann eben heißt Autark-Paket. Ne? Dann kriegst du hier ein Solarmodul, das wird ein 100 Watt, 120 Watt vielleicht sein. Genau, da wird dann von Autarkie gesprochen. Wie autark man da dann wirklich mit ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Genau, jetzt ist es so, dieses Solarmodul sitzt da, wie es da sitzt, so dass es uns Platz raubt für viele weitere Module. Genauso die SAT-Anlage. Wenn wir jetzt hier ein leeres Dach vorgefunden hätten,
wir haben das mal durchgespielt, dann hätten wir hier 5 mal 120 Watt Peak und 3 mal 150 Watt Peak. In Summe also eine 600 WP Anlage und eine 450 WP Anlage macht 1050 Watt Peak drauf bekommen. Das hätten wir auf das Fahrzeug drauf bekommen, wenn es komplett leer gewesen wäre. Zusätzlich hätten wir die SAT-Anlage noch hier in der Mitte positionieren können, sodass wir dort drüben Solarmodule hätten. Hier Solarmodule, hinten quer und da vorne. Hätte eine Menge Potenzial geboten, das Fahrzeug. So in dem Zustand kriegen wir, was bauen wir rauf? Ich glaube 480 oder so, ne? Kriegen wir noch drauf. Also auch nicht wenig, keine Frage, aber wenn es hier wirklich um die maximale Autarkie gegangen wäre, hätten wir das runterschmeißen müssen. Ne? Genau, also in der Nachrüstung hätte man auch die SAT-Anlage wunderbar unterbekommen, aber man hätte sie eben anders positioniert. Man hätte sie nicht dorthin gebaut, sondern zum Beispiel weiter nach vorne oder mittig zwischen Klimaanlage und Dachfenster hinten. Ja. Da drüben haben wir einen Karthago. Der Kunde hat das Fahrzeug ohne alles auf dem Dach bestellt. Da haben wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 120 Watt Peak, also in Summe 720 Watt Peak drauf bekommen. Zwei Max-Fans sind da drin, da vorne haben wir noch eine Gibernet. Hier haben wir also ein komplett leeres Dach vorgefunden und konnten uns sozusagen austoben und Tetris spielen, sagen wir immer, sodass hier die maximale Leistung untergebracht werden konnte. Ne? Nee, hat er auch nicht. Der hat keinen Wechselrichter, gar nichts drin. Der hat das wirklich nackig bestellt und da können wir mal reinschauen, was wir da einbauen. Thomas, was brauchst du hier Schönes ein? Bitte? Eine 480 Amperestunden Batterie. Ja. Genau, 480 Amperestunden Bultron, dicker Ladebooster, ein Wechselrichter Multiplus 3000 kommt da rein. Da, wo wir noch am Arbeiten sind. Genau, der Kunde hält nachher hier den ganzen Stauraum, der bleibt alles frei. Die ganze Technik wird im Fach in der Mitte installiert, da kommt also jede Menge Technik und Power in den Zwischenboden und trotzdem bleibt der Stauraum eben hier erhalten. Genau. Kommt mal mit. An der Stelle auch ganz wichtiges Thema. Wer rüstet es überhaupt oder wer baut es überhaupt ein? Wenn ich mich jetzt dafür entscheide und sage, okay, nee, so richtig Autarkie, elektrische so ein bisschen, okay, alles klar, will vielleicht ein, zwei Tage mal autark sein, dann kann ich sicherlich so eine Anlage ab Werk mit dazu konfigurieren. An der Stelle der Hinweis, achtet darauf, was wird installiert, erstmal was für Komponenten werden installiert. Und wer installiert es? Weil oftmals hat man ja gar keinen Überblick, was baut das Werk ein oder was baut der Händler ein. Der Händler legt einem oder der Verkäufer legt einem eine Liste vor, das kannst du alles konfigurieren, willst du ein Autarkpaket, ja oder nein? Dann fragt in dem Zuge, wer baut es ein? Ist das Autarkpaket, die Solaranlage, was weiß ich, ab Werk oder baut es der Händler ein? Warum ist das ein wichtiges Thema? Eben weil wir hier wirklich, ich will um Gottes Willen keinen Generalverdacht schaffen. Es gibt sehr viele gute Händler, die eine tolle Werkstatt haben, aber es gibt leider mindestens genau so viele, die das eben nicht haben. Man sieht halt leider oftmals wirklich, dass Ramsch verkauft wird, dass minderwertige Produkte schlecht installiert werden und der Kunde halt wirklich nachher Technik bekommt, die nicht nur minderwertig ist, sondern auch teilweise echt brandgefährlich. Ich hatte gerade diese Woche eine Beratung hier vor Ort. Da hat der Kunde ein Fahrzeug kürzlich ausgeliefert bekommen mit massivem Verzug, war schon lange mit uns in Kontakt, wollte ein Autarkpaket von uns. Auf jeden Fall, sobald das Fahrzeug geliefert ist. Fahrzeug wurde jetzt geliefert, ist massiv teurer geworden. Der Händler hat aus Kulanz noch Lithiumbatterien und ein Ladegerät, glaube ich, ein Ladegerät war es, eingebaut. Haben wir uns angeguckt und dann sagt der Kunde, ja Mensch, ihr habt jetzt ja schon die Lithiumbatterien, da könnt ihr doch bestimmt jetzt euren Multiplus und so anschauen. Anschließend, ich sage, muss ich mir anschauen und der Verdacht hat sich bestätigt. Guckst du rein, siehst du, unter den beiden sitzen zwei Lithiumbatterien, nicht festgemacht, Pole offen, unter dem Metall. Also das ist Pyrotechnik, das ist nichts anderes. Ja? Also da können wir auch nicht dann nachher sagen, okay, ja, du hast ja schon alles, dann bauen wir da jetzt noch einen Multiplus an, wird schon irgendwie funktionieren. Nee, machen wir nicht. Ne? Also das, seid bitte vorsichtig, seid sensibel, was wird eingebaut. Schaut euch vielleicht die Referenzen an von der Werkstatt, die nachher oder dem Händler, der nachher da Nachrüstung installieren möchte. Kann der das? Hat der Referenzen und kann ich nachher beruhigt in dem Fahrzeug schlafen, wenn da was eingebaut ist? Genau. Thema Händlernachrüstung können wir hier mal ganz kurz schauen. Dieser Detlefs Globetrotter XXLA hat eine
Klimaanlage und die ist sicherlich auch vom Händler, also ist noch dieses ist aktuelles Modell, ja. Der hat eine Klimaanlage, die ist vom Händler nachgerüstet worden. Eine Telair-Klimaanlage ist hier drin. Wir bauen ja die Klimaanlagen von Truma und Dometic ein. Die Telair-Klimaanlage hier, die hat, ja, was ist das Problem bei dieser Klimaanlage? Die hat einen Anlaufstrom laut Datenblatt von 18 Ampere. 18 Ampere Anlaufstrom, wenn ihr die betreiben wollt, euch irgendwo auf dem Campingplatz anschließt, könnt sicher sein, dass die Sicherung draußen rausfliegt. Ne? Wir haben jetzt hier in dem Fall einen Multiplus-Wechselrichter, Multiplus 3000, haben das Ganze so angeschlossen, dass es autark funktioniert, aber das ist auch, wenn die Klimaanlage anläuft, dann darf in dem Moment darf nichts anderes an sein, der Multiplus schafft das, der kann das kurzzeitig, im Gegensatz zu vielen Landstromanschlüssen, der kann die Klimaanlage auch autark betreiben, aber mit so einem Anlaufstrom, ich verstehe nicht, wie man eine Klimaanlage ohne Softanlauf mit der Leistung für ein Reisemobil verkaufen kann. Verstehe ich nicht. Also bauen wir zum Beispiel gar nicht ein. Rate ich jedem von ab, der damit liebäugelt. Naja. Genau. Und das ist eben auch eine Sache, wenn jetzt einfach nur in eurer Konfiguration nachher steht, Klimaanlage 2,5 kW. Ja, cool, habe ich eine Klimaanlage. Ja, was für eine? Befasst euch damit. Was habe ich nachher für eine Klimaanlage? Fragt nach. Wer baut es ein? Und genau. Hier auch sehr interessant oder sehr gutes Beispiel. Alles, was mit Mobiliar zu tun hat, TV-Pakete, da wiederum ganz klare Empfehlung, nehmt es ab Werk. Hier sehen wir, das ist wunderschön integriert ins Mobiliar. Der Fernseher, ne? Das sieht richtig schick aus, das ist ab Werk im Mobiliar integriert. Sowas in der Nachrüstung zu realisieren, sicherlich irgendwie machbar, aber immenser Aufwand, sowas am besten ab Werk bestellen. Genauso Markise, der hat eine elektrische Markise dran. Auch da, klare Empfehlung, bestellt sie ab Werk mit, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Wir rüsten inzwischen oder haben uns entschieden, keine Klimaanlagen, Markisen mehr nachzurüsten. Warum haben wir uns dazu entschieden? Einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass wir, wenn wir eine Markise bestellen, die, ich glaube, 8 von 10 Markisen kamen hier beschädigt an. Einfach weil, ihr müsst euch vorstellen, das ist nachher in dem Fall ein 6 Meter langes Paket, das liegt beim Spediteur auf dem LKW und das kommt hier nicht heile an. Das funktioniert nicht. Also sowas am besten ab Werk mitbestellen. Wir haben, wie gesagt, mittlerweile Markisen-Nachrüstung komplett rausgenommen. Bieten wir aktuell nicht an, einfach aus unserer Erfahrung her. Die Dinger kommen hier immer kaputt an, weil die LKW-Fahrer da zu unsensibel mit umgehen. Ne? Genau. Ja, dann kommt mal raus. Was auch ein interessantes Thema ist, man kann jetzt ja bei vielen Herstellern Vorbereitungspakete wählen. Ne? Es gibt da beispielsweise Sattvorbereitung, Solarvorbereitung, Klimavorbereitung. Klimavorbereitung beispielsweise macht durchaus Sinn, insbesondere wenn in dem Zuge das Dach verstärkt wird, an der Stelle, wo die Klimaanlage vorgesehen wird und auch das Kabel vorverlegt wird. Das Kabel später zu verlegen, alles möglich, kostet ein bisschen Zeit, aber dann hat man das eben auch schon ab Werk drin. Auch so Sattvorbereitung, ne, spart auch immens Zeit, wenn man nicht nachträglich, nicht auch die ganzen Stromzufuhrleitungen, Signalleitungen, sprich D-Plus-Leitungen und auch die SAT-Kabel quer durchs Fahrzeug verlegen muss. Wenn also eine SAT-Anlage geplant ist, holt euch eine Vorbereitung. Das kann sicherlich nicht schaden. Bei der Solarvorbereitung ist es so, auch da spart man nachher ein bisschen Zeit, die zu verlegen. Aber oftmals liegt eine Solarvorbereitung bei 200, 300 Euro. So viel Zeit spart man dann doch nicht. Und ganz wichtiger Punkt, es wird ein Solarkabel verlegt vom Hersteller. Wenn wir jetzt beispielsweise bei dem Fahrzeug hier 720 Watt Peak installieren, dann sind das 2 Strings. Und da bringt uns die Solarvorbereitung nichts, weil es ist nur ein Kabel und wir brauchen 2 Kabel. Also Solarvorbereitung in dem Fall hat das Fahrzeug zwar, können wir aber nicht nutzen, weil wir brauchen 2 Leitungen. Ist aber auch gar kein Problem, so ein Solarkabel zu verlegen. Alles gut, das kann man auch nachträglich noch machen. Wie gesagt, Klimavorbereitung, Sattvorbereitung, das macht sicherlich Sinn. Und auch TV-Pakete, was ins Mobiliar, alles was ins Mobiliar integriert ist. Markisen hatte ich eben erwähnt. Das sind Sachen, bestellt sie ab Werk mit, das macht durchaus Sinn. Genau, aber wenn ihr autark sein wollt oder euch zumindest die Möglichkeit offen halten wollt, später mal das Fahrzeug autark aufzurüsten, dann bestellt ab Werk erstmal so wenig wie möglich, testet es aus, probiert es erstmal, vielleicht auch wenn es jetzt nicht schon euer 7. Fahrzeug ist, sondern das 1. Fahrzeug ist, bestellt es erstmal minimal, testet aus, was sind meine Bedürfnisse, wie ist das Reiseverhalten und was brauche ich nachher. Stichwort Reiseverhalten, für uns, für die Auslegung einer Anlage ist dann immer das Reiseverhalten
ausschlaggebend. Nicht, also na klar, auch wie viel Platz habe ich im Batteriefach und so weiter, aber das Reiseverhalten definiert eben, wie muss eine Anlage installiert werden. Das ist was ganz anderes, wenn ich jetzt beispielsweise nur im Sommer nach Spanien fahren will, dort in der prallen Sonne stehe und minimalen Verbrauch habe, im Vergleich zu, ich will maximal komfortabel auch im Winter oder in der Übergangszeit nach Skandinavien reisen, niedriger Sonnenstand, kaum Sonnenstunden und will da auch maximal autark werden. Das ist für uns eine ganz andere Art der Auslegung. Genau, ja, also Tipp an der Stelle, wenn ihr autark sein wollt, bestellt ab Werk elektrisch so wenig wie möglich und lasst es nachrüsten. Es gibt viele Firmen wie auch uns, die sowas anbieten, die da nachher das Maximale rausholen können. Wenn ihr euch doch dafür entscheidet, etwas ab Werk mitzubestellen oder vom Händler mitzubestellen, macht euch einen Überblick über die Kompetenzen und seid sicher, dass ihr da was Vernünftiges bekommt. Wir sind alle morgen auf dem Caravan-Salon, ne Mirko? Morgen ist Klassenfahrt, ne? Ja. Ist dein Wecker schon umgestellt? Ja, sehr schön. Genau, also wir sind morgen mit allem Mann da auf dem Preview-Day und freue mich schon sehr, bin sehr gespannt auf die Neuigkeiten und coole Gespräche mit Partnern, Lieferanten, wie auch immer. Und ja, freue mich drauf. Ich wünsche euch sehr viel Spaß auf dem Caravan-Salon, auf der Messe. Viel Spaß bei der Konfiguration eures Fahrzeugs. Drückt euch die Daumen, dass ihr euer Traumfahrzeug findet. Und ja, wünsche euch allen viel Spaß und schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, euer Gebertin.